Thomas Geck, Leiter Schadenprozessmanagement der Hoch Coburg. Warum kommen Sie zur Netzwerkstatt? Was finden Sie hier, was Sie an anderen Plätzen der Branche nicht finden? Kontakt und Raum zu Netzwerken. Das ist eigentlich die Antwort darauf. Ich finde die Veranstaltung wirklich klasse. Wir sehen viele unserer Partnerbetriebe und haben hier wirklich mal die Möglichkeit, uns eins zu eins mit ihnen auszutauschen, aber auch viele Geschäftspartner. Und das Schöne an der Veranstaltung ist, dass wir wirklich Raum hat für diesen Austausch untereinander. Matthew Whittall, noch Nordeuropa-Chef Innovation Group, bald eigenständig als Berater im Schadenmanagementmarkt unterwegs. Was führt Sie hierher? Das gleich, Netzwerken. Wir gehen zu so vielen Veranstaltungen, wo wir stundenlang hinsetzen und zugucken. Und hier ist wirklich ein Austausch. Man lernt eigentlich mehr im Gespräch als von einer PowerPoint-Folie. Netzwerken, wir haben gestern Abend fleißig angefangen und heute weitergemacht. Und es ist ein guter Balance aus der Reparatur- und Versicherungsbranche. Und das ist natürlich ja, meine Welt. Jetzt haben wir diskutiert bei der Netzwerkstatt ein bisschen die Zukunft des Schadenmanagements. Was steht für Sie, Herr Geck, als ja, jetzt in den nächsten Jahren auf der Agenda im Schadenmanagement? Was wird sich ändern für die Werkstätten, aber auch für die Versicherer? Ja, die größte Veränderung sehen wir eigentlich bei den Werkstätten, Aufrechterhaltung der Fähigkeit, einen Schadenfall wirklich noch zu reparieren. Wir merken zunehmend, fahrende Computer sind auf der Straße und wir glauben, dass das die Herausforderung ist, dass der freie K&L-Betrieb auch morgen das Auto noch reparieren kann, ohne dass er es nochmal zum Hersteller bringen muss. Ansonsten ist die große Herausforderung auch für die Versicherungswirtschaft, wie kommen wir morgen noch an den Erstkontakt vom Schaden? Das Thema Telematik, Vernetzung des Fahrzeuges, wir sagen immer so schön verordnete Standleitung per EU-Gesetzgebung für den OEM ins Fahrzeug, das ist die große Herausforderung, die auch das Thema hier Schadensteuerung, Netzwerkmanagement revolutionieren kann, wenn wir morgen nicht mal in den Schadenfall rankommen. Weil der Schadenfall in irgendeinem Callcenter gemeldet wird via Telematik, wo wir keinen Zugriff haben. Matthew Whittall, sind das auch die Themen, die Sie im Schadenmarkt beim Schadenmanagement sehen oder gibt es da andere Aspekte? Das sind auf jeden Fall Themen, die ich sehe. Die Themen, die mich insbesondere interessieren, sind Volumen, wie der Trend der Versicherungswirtschaft der letzten 10, 15 Jahre wird weitergehen, indem Versicherer immer mehr Einfluss nehmen über den Reparaturort des Fahrzeugs. Meine neue Aufgabe ist, ich würde gerne diesen Trend ein bisschen beschleunigen und ich widme mich dieser Seite des Formels, also Volumensteigerung. Interessant finde ich auch diese virtuelle Welt, ja, dass wir leben alle mit unseren Handys und werden über alle möglichen Bestellungen und Neuigkeiten davon informiert. Und eine Herausforderung für die Branche ist, wie können wir den Reparaturprozess so angenehm und einfach zu verfolgen machen, wie zum Beispiel ein Buch bei Amazon bestellen. Und ja, ich weiß, dass Innovation Group fleißig investiert. Die Netzwerkstatt ist Treffpunkt der Branche. Was motiviert Sie, hier hinzukommen? Grundsätzlich, dass man immer was Neues erfährt, dass man sich mit den Kollegen austauschen kann, was sehr wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, weil es immer schneller das Rad sich dreht. Kontakte knüpft auch mal mit Entscheidern, die man sonst vielleicht nur am Telefon hat, mal persönlich ein Wort zu sprechen. Und man kann immer was mitnehmen. Das ist schon immer sehr wichtig für mich. Was ziehen Sie aus der Netzwerkstatt jetzt raus, so für sich? Was ist da eine Erkenntnis? Dass ich auch beim BVHDP relativ viel bewegt, auch durch diese Qualica-Geschichte, die ich auch für recht sinnvoll halte. Und auch da merkt man wieder, dass es bewegt sich immer was. Und da muss man schon gucken, dass man immer dabei ist und dass man auch vorne dabei ist, weil Stillstand ist Rückschritt. Reinhard Bayer, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Partnerwerkstätten. Wie war die Netzwerkstatt? Wie fällt das Fazit aus? Naja, sie ist ja noch nicht rum, aber das Fazit bis jetzt ist deutlich positiv. Wir haben vom letzten Jahr viel gelernt, viel umgesetzt. Der Anspruch von uns war sehr hoch. Die Qualität, die wir erreicht haben, ausgezeichnet. Ich glaube, es besteht überall der Eindruck, dass es eine gute, gelungene Veranstaltung ist.
Die Teilnehmer sind hochzufrieden, was ich bis jetzt gehört habe. Es gibt viel Netzwerken, es gibt viele Gespräche. Jeder versucht, den zu finden, den er braucht. Und unsere neue Fotowand kommt natürlich auch sehr gut, dass die einzelnen Teilnehmer sehen, wer ist wer, wie sieht der eigentlich aus. Ich kenne nur den Namen, ich habe telefoniert, aber ich habe den noch nie zu Angesicht gesehen. Das ist ein unschätzbarer Vorteil, den wir sehr gut umgesetzt haben, was die Betriebe uns zurückgemeldet haben. Die Netzwerkstatt Robert Peintinger, Geschäftsführer des BVDP, ist ja einzigartig in der Branche. Es gibt kaum ein Treffen, was so stark im Fokus das Netzwerken hat. Zwischen Versicherern, Schadenmanagement, Leasinggesellschaften auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Werkstätten. Ihr habt die Gelegenheit auch genutzt, um Qualicar vorzustellen. Das heißt also eine neue Marke, die der BVDP platzieren will im Markt. Was hat es damit auf sich? Also zunächst mal, warum haben wir hier die Netzwerkstatt gewählt? Es ist wirklich jeder da, der mit diesem Schadensteuerungsgeschäft zu tun hat und der operativ drin ist. Und es sind die wichtigen Leute, die müssen verstehen, was wir mit Qualicar wollen. Wir wollen mit Qualicar eine Marke schaffen, bei der erkennbar ist, welche Betriebe ihre Prozesse wirklich gut im Griff haben. Und wir wollen, dass diese Betriebe dann auch Vorteile im Prozess bekommen, im Abwicklungsprozess und auch monetärer Art. Wir wollen auch, dass Schadensteuerer, die da mitmachen bei Qualicar, dass auch die erkennbar sind, dass sie besonders gut sind. Die müssen nämlich auch etliches machen. Die müssen bei sich selbst schon mal Prozessstörungen erfassen und die weitergeben können. Und sie müssen auch damit klarkommen, dass wir auch deren Prozessstörungen messen bzw. erkennen können, ihnen dann weitergeben können und sie dann ihre Prozesse verbessern können. Also Sinn und Zweck von Qualicar ist, alle Prozesse für alle Beteiligten zu verbessern. Dann sind wir gespannt, wie es bis 2015, dann soll Qualicar in den Start gehen, weitergehen wird. Sie werden die ersten Betriebe jetzt auf das Rennen schicken. Das heißt, wie wird das genau laufen? Es wird jetzt noch mindestens eine Informationsveranstaltung geben für unsere Betriebe zum Thema Qualicar vorab. Die wird irgendwann Mai, Juni oder sowas sein. Und ab 1.7.2014 wird in 50er Tranchen, also jeweils 50 Betriebe, in Qualicar reinkommen. Und unsere Zielgröße sind 200 Betriebe, jetzt bis 1.1.2015, damit wir auch organisatorisch nicht total überfahren werden. Aber es sind ausreichend finanzielle Mittel jetzt eingeplant, dass wir das auch weiter ausbauen können dann, sodass man auch jährlich eigentlich weiter mit dazu nehmen kann. Ja, es ist offen, das System, sowohl vom Reinkommen als auch vom Rauskommen. Es ist eigentlich sensationell genial aus meiner Sicht. Und ganz, ganz viele, das war jetzt nicht prozesssicher da hinten, nee, gell? Es sind auch ganz, ganz viele, die das System verstanden haben, die sagen, super, genau das haben wir gebraucht am Markt. Kommt genau rechtzeitig, hilft uns allen und passt genau rein. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Die Netzwerkstatt hier in Offenbach geht zu Ende und hat sicherlich viele Kontakte gebracht und neue Impulse für die Branche gesetzt. Wir sind gespannt, was sich in diesem Jahr noch bewegen wird.